Das letzte Mal bei Frontschweine. Wir spielen heute Frontschweine. Mit MGs, mit Bomben, Messern, mit unseren bloßen Händen. Was? Lebt der noch? Vielleicht geht das. Es gibt keinen drinnen. Wow! Okay, okay, also. I'll be back. Wow! Die können einem fast leid tun. Wisst ihr, warum man sonst immer Dinge testet, bevor man sie veröffentlicht? Weil ich, als der Stream anfing, gemerkt habe, warte mal, ich habe doch was vorbereitet. OBS ist schwer. OBS ist sehr schwer. Hi, hat das geklappt? Hat man was gehört? Ich habe nichts gehört. Wir spielen heute Frontschweine, denn beim letzten Mal ist was ganz Schlimmes passiert. Was ganz Schlimmes. Der Stream wurde nicht gespeichert. Das war super doof, weil ich mochte den Stream. Das hat Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Da waren ein paar nette Szenen bei. Das war das Beste, was ich jetzt rausholen konnte. Noch eine Ladezeit. Wichtig. Aber jetzt bin ich hier, um einfach nochmal zu streamen. Nochmal für euch. Damit die Leute auf YouTube das Spiel nochmal sehen können und in Erinnerung schwelgen können. Und auch damit, die Leute, die beim letzten Mal schon da waren, aber halt auch die Leute, die beim letzten Mal nicht da waren, aber trotzdem beim Stream zu gucken, ein bisschen was zu sehen haben, weil Frontschweine ist cool und Frontschweine macht Spaß und Frontschweine ist ein Spiel, das sollte ich definitiv zeigen. Das ist nicht das Bioshock UI, das ist ein bisschen cartoony dafür. Ich habe vergessen, dass er sehr schnell in die Demo geht und das dich dann da auch nicht mehr rauslässt. Und weil wir heute natürlich ganz fancy sein mussten, dem Spiel entsprechend, haben wir hier Oolong mit Son Gokulong und sowohl Gegner, Bude, als auch Red Foxtress und Vinyl Shark mit seinen 5 Geschenken und The Real German Effects. Danke fürs Abo. Da musste ich gerade abarbeiten. Aber ja, Oolong, ich musste mal was fancy machen. Und fancy ist einfach ein Bild suchen und hoffen, dass man es großziehen kann und dann Gaußschen Weichzeichner raufhauen. Mühe. Viele Kühe machen Mühe. Gucken wir lieber wieder das Spiel an. Oh, warte mal, ich habe gerade was falsch gemacht. Upsi, warte. Haha, im Moment, ich muss kurz hier rein. Ich muss kurz in die Zoom-Einstellung. Ich muss Zoom-Size erhöhen. Aha. Nicht verringern, weil das würde ja Sinn ergeben. Da ist es, Frontschweine. Und wir spielen den Spielstand vom letzten Mal einfach weiter. Und ich hab noch nicht weitergespielt. Ich habe mir das nächste Level für 3 Sekunden angeguckt und dachte, oh Gott, ich habe keine Lust auf dieses Level. Das Laden wird jetzt eine Menge Zeit beanspruchen, aber ich habe gerade eben ein paar Namen geändert im Team. Und mit ein paar meine ich tatsächlich 2. Ja, wie kommt es, dass ich Frontschweine spiele? Keine Ahnung, wurde mir das etwa geschickt von Rebellenkaizchen? Oder bilde ich mir das ein? Wir haben coole neue Namen. Respekt ist wie immer da. Respekt ist immer noch an der Front. Captain ist auch da. Ferkel, der hieß vorher Kutter. Jetzt heißt er Ferkel. Wir haben Knusper, weil Bacon. Ich wollte irgendeinen Bacon-Witz machen, hab dann vergessen, Bacon einfach als Namen zu machen. Der Name, da passt nicht so viel rein. Und der Rest bleibt, wie er ist. Aber ich hatte die Idee, Ferkel auszutauschen gegen Money. Gut, dass ich ihn umbenannt hatte. Und ihn zu befördern.
Weil ich brauche unbedingt einen Schnipper in den nächsten Leveln bestimmt mal. Und ich glaube, er wird zum Schnipper. Und deswegen spielen wir einfach weiter. Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, weil nun mal das Malheur passiert ist und deswegen den Stream nicht nachholen konnten, dies hier ist Frontschweine für die PlayStation aus dem Jahr 2000. Im Grunde so etwas ähnliches wie Worms in 3D. Vor Worms in 3D. Und aus irgendwelchen Gründen beliebter als Worms in 3D. Und ich weiß bis heute nicht so ganz warum, weil dafür müsst ihr einfach Worms 3D nochmal spielen. Weil so wenig wie ich es gespielt habe, fand ich es jetzt nicht schrecklich, aber. Und jetzt machen wir einfach weiter mit unserer coolen Armee aus coolen Leuten, die allesamt sehr unlustig sind, gegen die Armee, die allesamt sehr unlustig ist. Auf dieser nicht einfachen Map. Und mit Respekt fangen wir an. Mit Respekt fangen wir an. Was geht? So. Ich wäre dafür, dass wir den Stream auch nicht hochladen übrigens. Craft. So, und jetzt ins große kalte Wasser schießen. Nein, auch noch nicht den perfekten Winkel. Das sieht ganz gut aus. Hopp. Okay. Reicht. Ey, kennst du Rambo, ey? Und kennst du? Na, besser? Die Minen benutzt man so, dass du eine Mine bei einem Schwein platzierst und greifst dann ein anderes Schwein an. Achso, weil die direkt explodieren dann. Ja, okay. Eigentlich logisch. Aber... keine Ahnung, ich würde es gerne kombinieren können auch. Soll ich den Feldarzt kurz töten oder soll ich ihn einfach stehen lassen erstmal? Ich kann erstmal mit klauen. Am Ende krieg ich heilende Hand oder so. Ey! Töten. Ey, Ratzfatz ist die Fresse dick. Das ist so krass. Aber ich hab heilende Hände. Den Rest schaffst du auch noch. Ich hätte auch mit dem Sniper erstmal hier jemand auf der Insel angreifen können, aber ah. Die Sprüche sind alle super unlustig und ich. Ich bin einfach froh, dass das Spiel passiert ist. Ich will nicht einer von diesen sein, die sagen, oh, das damals war noch alles viel besser, weil das war nicht besser. Und besonders schlimm sind die Leute, die sagen würden, oh, das dürfen wir heute auch nicht mehr machen. Und, hopp. Was automatisch heißt, dass es besser ist, weil es damals gemacht wurde. Das war eine gute Granate. Also für mich. Aber ich bin sehr froh, dass das mal existiert hat. Das ist also so eine kleine Zeitkapsel mit, ach ja, das Jahr 2000. ich bin gesprungen. Ich hab die Taste gedrückt. Ich drück auf Viereck. Hup. Brauchst du schon Heilung? Ich hab's vergessen. Ja. Du kriegst du Heilung. Hier. Ich brauch selbst auch Heilung, ja.
Mal sehen. Die können einem leid tun. Perfekt. Auch wenn ich ihn gerne nach unten gestoßen hätte, das macht keinen Unterschied. 60! Vorsicht, da hinten! Ich hätte ihn doch lieber ins Lazarett schicken sollen. Was liegt denn an? Was meint ihr, hätte ich üben sollen? Ich dachte, ja, das wird mit kleinen Problemchen schon alles laufen ohne Probleme. Also außer Probleme. Ich kann sonst nicht viel tun, außer dich runterstoßen. Naja, versuchen kann ich's ja mal. Ich wusste, dass ich mich selbst treffen würde. Ich dachte nur weit weniger. Mal losschießen. Auf wen schießt du bitte? Nicht auf das Rittpferd. Okay. Das ist kein guter Stream. Ring frei. Aber das war der Low-Level-Medic. Hopp. 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 Hat sich nicht gelohnt. Der trifft deine Flanke. Das ist das beste Feature. Und ich meine, sie haben es auch nur aus Worms, aber trotzdem, das ist das beste Feature. Dass du mit einer flachen Granate drüber ditchen kannst. Ist das der richtige Begriff? Ich bin mir nicht sicher. Was liegt an? Hatte das jemals einen echten deutschen Begriff, der es unumstößlich auch heißt? Du bist ja eigentlich am schlechtesten dafür geeignet, dort zu sein, aber du hast am meisten HP. Ne, ich schicke jemand anders rüber. Das war jetzt eine Zeitverschwendung bisher. Fuck. Ich vergesse immer, wo die Gegner stehen. Es ist unfassbar. Scheiße. Rein da und reicht erstmal. Ja, weil sie sich unsichtbar machen, aber ich merke mir den Baum nicht. Mach ruhig, schieß ruhig drauf. Ich kann gar nicht hinsehen. Er hat leider hingesehen. Ja, nee, ist klar. Manni, du musst es jetzt richten. Du musst jetzt hier rüberkommen. Rüberkommen. Nochmal rüberkommen. Jetzt musst du alle Leute heilen mit deinen heilenden Handys. Und mit alle meine ich dich zweimal. Reicht schon. Nein, falsche Richtung. Jo, da mal salopp zur Sache, ne? Das ist so schlecht. Die sollen aufhören über diesen letzten Zentimeter. Und da kommen die Spione mit ihren Pimp-Anzügen und den coolen Sonnenbrillen. Eieiei. Warum hält man das?
Das mit den Flitschen gab's doch in 2D-Worms doch auch, oder nicht? Sie sind doch schon. Also, ich bin mir jetzt relativ sicher, dass das da auch schon drin war. Aber es ist so lang her, dass ich in Worms-Teil ordentlich gespielt hatte. Weil jetzt sich Leute im Chat dann doch nicht ganz sicher sind. Und immer wenn sich Leute im Chat nicht sicher sind, bin ich mir auch nicht mehr sicher. Der Gegner hat fast nur Scharfschützen. Ja, du musst hier rein. Ich kann nichts tun mit dir. Ja, dann viel Spaß. Nimm das Jetpack. Ich weiß nicht, was er sonst auf dieser Insel machen soll. Ja, ein Sniper. Ich weiß gerade gar nicht, ob er einen treffen kann aus dem Winkel. Er kann das versuchen. Ich glaube, den wird er treffen. Grüße vom Kommandanten. Nein. Doch, er hat getroffen. Verdammt. Ich könnte mich jetzt selbst heilen. Aber dann verliere ich den Zug. Oder ich... Ich werfe den selbst einen Medizinball zu. Ich hoffe, das hilft. Nein, Wladimir, tu's nicht! Tu's nicht, Wladimir! Nein! Aber wenigstens habe ich ihn geheilt. Das wäre ja sonst in die Hose gegangen. Er hat sich für die Seite entschieden, die weiter weg war. Rebellenkätzchen hat 2 Abos verschenkt. Cool, danke. Oh, ich muss raus. Muss raus. Hier auf der Insel ist sonst niemand mehr, ne? Hier ist niemand, den ich gerade sehen kann. Geh doch mal rein. Perfekt. Da war der Fleischzeppelin schon wieder. Mir ist plötzlich gar nicht gut. Ich achte da nicht drauf. Das ist das Geräusch die ganze Zeit, ne? Aber ich achte die ganze Zeit nicht drauf, weil ich es jetzt einfach die ganze Zeit als Background-Noise, den ich ignoriere, abtue. Das Spiel gibt's auf GOG, aber die GOG-Version hat keine Gegner-KI. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Scheinbar hatte die PC-Version nie eine Gegner-KI und es wurde trotzdem veröffentlicht. Okay. Weiß nicht, wie das ablief, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass das definitiv ein Problem ist, was alle sagen. Kann man den Zeppelin überhaupt mit irgendwas treffen, außer Sniper? Also ordentlich treffen? Verdammte Scheiße! Ey, jetzt hab ich aber den Rüssel voll, hör mal! Kill ihn. Kill den Fleischzeppelin. Bazooka geht, Mörser geht normales Gewehr geht. Fliegen nicht so hoch dafür. Mach ich doch alles. Ich soll definitiv mal hingucken, bevor ich das sage. Dieses Level ist schwer. Ich weiß nicht, ob ich mein Spiel schon speichern möchte, selbst wenn ich es schaffe. Nu kriegst du aber mein Gutstag. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht hatte dabei, aber jetzt habe ich ja die Haxen dicke. Gut, hat geklappt.
Hi, Kamikaze Kakao. Hast einen tollen Namen immer noch. Der kombiniert die besten Sachen von Suizid und Heißgetränken. Ich hab den Satz angefangen, bevor ich im Kopf wusste, in welche Richtung ich gehen möchte. Man hat's gemerkt, oder? Verdammte Scheiße, niemand ist auf dieser Insel mehr, glaube ich. Ja. Reicht's? Pass auf. Es reicht! Ich dachte, das war seine Leiche, aber nein, er hat 90 HP. Das könnte ein historischer Sieg werden. Gut. Ich glaube nicht, dass es ein historischer Sieg werden könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht werden kann. Raketenwerfer. Oh, was? Das Ding haben wir auch? Okay, wie ist der Abfall von dem Ding? Ich hab's noch nicht benutzt. Fliegt's geradeaus? Soll ich minimal drüber zielen? Ich weiß es nicht. Gar kein? Okay. Jetzt cheat ich grad. Der Klügere lädt nach. Der funktioniert sogar, der Spruch. 50 Schaden. Er hat immer noch 50 HP. Er traut sich nicht, das Jetpack zu nehmen. Und noch einer hinterher! Problem ist, ich muss einen Medic rüberschicken. Dich erwische ich da jetzt erstmal nicht. Weil wenn der kein Medic kriegt, kann er den Typen nicht mehr umbringen. Er könnte ihn nämlich einfach nochmal umbringen. Die haben nicht mehr so viele Gegner. Die erwische ich. Hoffentlich. Boom! Boom! Ausgezeichnet! Ah! Wir werden Ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen. Ah, so gut! Es klappt ja nie was und dann immer so. Das Erfolgserlebnis in diesem Spiel, einen harten Kill zu machen, ist so gut. Was geht? Geheilt kriege ich jetzt nicht. Das ist das Problem. Der hatte noch 90 HP, ne? Weil ich krieg ihn einfach nochmal rüber. Alter, schick dir das rein! Weil das ist jetzt ein bisschen dämliches Kräftemessen. Aber, ich will auf Medic rüberschicken. Ich hab kein Medic für den einen Typen. Ich muss ihn eigentlich. Ja, okay. Ich hätte ihn eigentlich. Du bist mein Medic. Bitte bring mit dem Jetpack niemanden um aus deinem Team. Was? Man kann es nicht lösen, okay. Okay, du brauchst es nicht. Ich habe nur noch einen. Das ist alles, was ich tun kann für dich. Aber ich habe noch etwas, was ich tun kann für dich. Jo, aber mit Schmackes. Nämlich 50 Schaden. Aber er hat noch 5 HP, oder? Von 55 Grad. Ja. Je nachdem, wen du jetzt angreifst. Mal sehen. Oh.
Wenn du drei Schweine in einer Mission verlierst, verliert einer deiner Schweine seinen Rang. Nur eins? Oh. Hab ich gerade drei verloren? Das liegt nicht. Du hättest jeden angreifen können, aber nein, er entscheidet sich für die intelligente Wahl. Auch noch Respekt. Der Beste der Guten. Und er hat eine absolut furchtbare Position. Na, sag mal, darf man das denn? So, da treffe ich ihn perfekt. Und wer kümmert sich nun um meinen Hof? Nicht viel zu jubeln, Leute. Nicht viel zu jubeln. Es war ein langer Kampf. Ich habe den Reserven-Medic nicht. Nein. Ich habe den benutzt. Oder habe ich den auch schon wieder ausgedacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe einige Versuche jetzt gebraucht. Ferkel ist gestorben. Also, heißt jetzt nur, dass Ferkel weg ist, oder? Bevor ich jetzt weiter drücke. Jetzt ist nur Ferkel weg, aber alle anderen behalten ihren Rang, oder? Die Hinterbliebenen werden informiert. Und ja, ich spiele es auf der Konsole. Angela Ferkel, hahaha. Ja, dann lief alles super. Also, alles wie am Schnürchen, kein Problem. Unsere Truppen legen sich ins Zeug. Das ist das Positivste, was ich dazu sagen konnte. Warte mal. Alles okay. Als wenn nie was gewesen wäre. Dann speiern wir mal hier. Also das dauert etwas. Moment, er muss kurz meine Memory Card laden. Das dauert. Da muss er alle Spiele aus der Memory Card laden. Das dauert. Da muss ich auf Speichern drücken und dann muss ich das Spiel auswählen. Frontschweine. Und dann muss ich speichern. Und bestätigen. Und das dauert. Und dann hab ich's geschafft. Leute sagen gerade im Chat, wie schwierig die letzten Level sind, das allerletzte Level und so. Wie seid ihr da hingekommen damals? Ich bin ja jetzt schon weiter, als ich damals kam. Ich meine, ich war auch ein sehr doofes Kind und es hat sich seitdem nicht viel geändert, aber trotzdem, wie seid ihr so weit gekommen? Vielleicht habt ihr es auch in den letzten Jahren einfach mal wieder angeworfen, keine Ahnung, aber ja. Ich mag übrigens solche Karten. Oh Gott. Hoch hinaus versprengte Soldaten eines feindlichen Trupps. Okay. Ja gut, die Font ist echt nicht einfach zu lesen. Sind mit eingezogenen Ringelschwänzchen auf eine entlegene Farm geflüchtet. Suchen Sie diese Weicheier und zeigen Sie ihnen, wie wahre Soldaten kämpfen. Ihr Flugticket, Ihr Urlaubsziel. Okay. Ich mag solche Fortschrittsbildschirme mit so einer Weltkarte, die man nach und nach einnimmt. Irgendwie, das war immer so die beste Motivation, die man mir geben konnte. Das ist auch so die eine Sache, die ich an Need for Speed Carbon besser finde als an allen anderen Teilen. Gut, da sind die Typen. Da links oben in der Ecke. Was liegt an? Da ist ein riesen Minenfeld. Ich soll das nicht mit dir machen. Ich sollte dich direkt in die Front schicken, einfach weil du das beste Frontschwein bist, was ich im Stall hab. Äh,
Und von dort aus, wenn ich mich durchs Minenfeld navigiert habe, komme ich auf dieses kleine Inselchen. Bestimmt per Jetpack. Aber dann weiß ich auch nicht weiter. Weiß ich jetzt auch schon nicht weiter, ehrlich gesagt. Werf mal eine Granate. Boah, das wird voll krass, Alter. Es ist so unlustig, ich liebe es. Oh nein, jetzt wird's sehr rassistisch. Oh nein. Nein. Entschuldige, Bruder. Okay, der entschuldigt sich nur, das ist nicht ganz so schlimm. Okay. Okay. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Ja, ne? Ich glaube, du musst dich direkt dann darum kümmern. Ich komme gar nicht, so wirklich drum herum, mich direkt hier rum zu kümmern. Was auch immer die Belohnung sein wird. Ich kenne nicht alle Waffen. Heilige Scheiße! Ich probier's mal kurz, aber ich glaube, ich muss vielleicht den Charakter wechseln. Nee, ich muss das mit meinem Frontschwein machen, unbedingt. Wenn ich das nicht direkt mit meinem Frontschweinchen mache, dann, weil mit meinem Frontschweinchen Respekt. Jetzt wollte ich noch jemanden Speckobst nennen, ah, ich hab's vergessen. Ja, eben, aber ich hätte gedacht, man kann da durchlaufen, da wird ein Pfad sein. Aber nein, da ist ein unsichtbarer Pfad. Den kannst du auf dem Radar ein bisschen sehen. Aber bei 240p vertraue ich garantiert nicht diesem Radar. Ja, muss ich das direkt mit dir machen. Das ist ja bisher einfacher als gedacht. Jetzt kommt die Kurve. Wamm. Doch, was für eine Textur nutzen wir, um zu zeigen, dass da Minen sind? Keine Ahnung, ich habe hier eine fehlerhafte. Können wir die nehmen? Ja, okay. Das war ja einfacher als gedacht. Und ein optionales Missionsziel geschafft. Kann man das überhaupt noch starten? Nee, man kann. Jetzt ist so die Sache, ich hätte gerne eine Kamera, die ich bedienen könnte. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, Drop Shadow. Nein, Dank. Und lande direkt drauf, dann weiß ich, was es ist. Luftschlag! Achtung, Achtung, großer Vogel! Damit meine ich nicht mich. Aber jetzt wird's wieder rassistisch, pass auf. All dieser Hass. Okay, noch wurde es nicht rassistisch. Glück gehabt. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Ich frag mich da ständig. War ja eine sehr leichte Route, dort durchzugehen. Kann sogar sein, dass es allgemein ein leichteres Level wird, außer die haben wieder ein paar Einfälle, um mich zu ärgern. Clustergranate. Kann ich euch direkt auf den Kopf werfen, oder? Kann ich dir auf den Kopf werfen, den Rest sehe ich nicht so ganz. Ich werfe sie lieber dir auf den Kopf. Ah, Pipifax, oder? Achso, okay, man muss nochmal drücken, okay. Aber das wird schon gehen. Butter. Heißt der so, weil Buddha und Butter? Oh, richtig Schießgewehr. Oh nein. Nein. Ganz wie Sie wünschen. Und wir haben schon wieder Fleischzeppelin in der Map. Okay, gut. Ich sollte mal drauf achten. Aber ich übertöne das Geräusch immer selbst sehr gern. Wenn ich hier stehe, könnt ihr mich nicht treffen. Also könnt ihr schon, aber nicht uns gleichzeitig. Weil ich kann ja sonst jetzt erstmal nichts tun für eine ganze Zeit. Ah, verdammt.
Es ist nichts Persönliches. Wowser! Wowser! Volle Suppe! Ich fand gut, dass da gerade das Intro von Takeshis Castle lief. Ich find auch gut, wenn sie den angreifen wollen. Das hat bisher nämlich nicht so gut geklappt. Die sind nicht ganz knusper. Ich weiß es nicht. Versuch's mal von unten hier, unten irgendwo. Warum hat das Medipack da eigentlich nicht aufgehoben? Habe ich es nicht gesehen oder hatte ich da eine andere Idee? Weil jetzt zockt's da und das war's, glaube ich, erstmal. Probier's einfach. Jawohl, sofort. Es hat getroffen. Es hat getroffen. Ich weiß auch nicht, was diese kleinen Kisten sind. Sind das auch Zelte? Ich leide mit euch. Okay. Mein Glück hatte wohl ein Ende. Bitte. Bitte. Ja, nimm das Ufer, was weiter weg ist. Ganz wichtig. Scheiße. Ich weiß auch nicht, wie der Luftschlag funktioniert. Ob ich zielen muss? Aber ich könnte vielleicht ihm ein bisschen unter die Arme greifen mit meinem coolen Schwartenkumpel hier. Wenn der Baum nicht im Weg wäre. Der sieht jetzt erst, dass ich in die Basis rein kann. Aber du bist mir wichtiger, mein Freund. Ich hoffe, das ist aber ein Gewehr, kein Sniper, ne? Da, okay, dann fällt's halt nicht ab, so wie jede andere Waffe im Spiel. Sorry, hätte ich ja wissen müssen. Wenn ich das Kollegen erzähle... Was geht? Okay, Luftschlag kann jeder benutzen, sagt der Chat. Da ist der Zeppelin. Aha! Dam, 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 dam. Kann ich das. Drehen? Ja. Okay. Das ist die Frage nur, wo trifft der überall? Ich mach's lieber hier, bevor er den nicht trifft. Los, winkt noch ein bisschen, da kommt er. Der ist ja richtig scheiße, so. So wie ich ihn benutzt hab. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Das ist das Problem. Da will ich das Spiel gar nicht für kritisieren, ehrlich gesagt. Das ist so einfach. Spiel den Multiplayer und du weißt, wie die funktionieren irgendwann. Du musst es halt lernen, indem du es mal ausprobierst. Das ist okay. Ich glaube, ihm geht's nicht okay. Ja, nee, ist klar. Aber immerhin, der Luftschlag. Der Luftschlag. Du brauchst den Mörser. Ganz dringend. Ich lauf da jetzt einfach hin und hau die in die Fräse. Da richtig eins aufs Maul. Hätte ich auf den in der Mitte gehen sollen, das wäre ideal gewesen, hätte ich wahrscheinlich alle getroffen. Weil den hatte ich ja sogar auch getroffen. Wie viel HP hat der? Die sind beide One-Shot. Dann. Schluss mit lustig! Wenn das jetzt nicht trifft. Ich stand zu nah dran, das war eine dumme Idee. Ich hab so lange niemand mehr im Nahkampf getötet. Weiter so! Die Schwächlinge können einpacken! Aber war's das jetzt schon mit dem Level? Ich hätte was klauen können. Ja, stimmt, da war was. Noch jemand nachschlagen? Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Und komplett. Das könnte ein historischer Sieg werden. Okay.
Möchte ich nicht wenigstens jemanden heilen aus meinem Team? Dass wir hier opferlos rausgehen können? Achso, das waren schon alle, okay. Dann rutscht lieber mal den Buckel runter. Das war Absicht. Er greift schon seine Täter an. Steht die Hunde! Hunde. Okay, er ist tot. Er lebt noch, er hat 2 HP. Und wir kriegen Verstärkung. Das kann doch nicht wahr sein. Er heißt Shinken. Weil Schinken. Der Typ, der als nächstes dran sein wird, ist der Typ da hinten. Also greife ich den lieber mal an. Wäre die Runde vorbei gewesen, wenn ich die beiden schon getötet hätte? Also skippen sie dann die Verstärkung? Ist das eine Sache? Uiuiui, du hältst aber auch viel aus, ne? Ja, sehr viel. Okay, Knusper, das kriegst du hoffentlich hin. Ganz wie sie wünschen, Genosse Ober. Mehr kann ich gerade nicht für dich tun. Typ mit 2 HP. Bitte! Nein, er sucht sich ein Ziel aus! Das wird ein Volltreffer! Wie können die mit dem Mörser umgehen, diese Computer? Braves Schweinchen! Verschwende diese Vorräte nicht! Sie könnten deine letzten sein! Ring frei! Also, erstmal danke. Und zweitens, die Brücke ist kaputt. Na gut. Aber das Haxen-TNT, das ist gut. Du hast es mal 28 mal geheilt. Und niemand in der Nähe. Das heißt, ich kann jetzt mein Super-TNT einfach nutzen. Und gut, das sieht eindeutig aus wie TNT und nicht irgendwie diesen komischen Böller, den Mr. Bean benutzt hat, um seine Wohnung neu einzurichten. Ausgezeichnet! Wir werden Ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen! Waren das gerade fast 200 HP Schaden? Das Problem ist... Euch blat ich eins übel, weil Asiaten. Was liegt an? Ja, das war nämlich die Sache, die ich gerade anmerken wollte. Als nächstes ist er dran. Er. Oh, warte mal. Oh. Wird vermutlich trotzdem nichts machen können, weil die Brücke kaputt ist. Und der andere Weg, da liegen Minen. Und wenn ich dann eine Granate werfe, stirbt, glaube ich, mein anderer Typ, weil der hat nicht mehr so viel HP. Und hier liegen überall Minen. Ja. Hier ist kein Durchkommen. Komm schon! Boah, das wird voll krass, Alter! Das Scheißschild hat sie aufgehalten! Wenn man strafen könnte, wäre nix. Fuck. Er hat keine AP mehr. Kann ich dann zurück in die Küche? Er hätte sie überlebt, wäre er nicht auf der Mine gelandet. Na warte. Du Kackkopf. So. Yo, und ab geht die Boss. Jetzt ist aber wenigstens der Weg nach oben frei. Fühlt sich also ein Hackbladen. Und Leute, all das wäre nicht passiert,
Er hätte überlebt, hättest du eine Granate geworfen. Ja. Aber all das wäre nicht passiert, hätte ich am Anfang dieses Medipack dort gefunden. Weil dann hätte er es überlebt. Die Lektion ist, Tim ist sehr doof im Videospielen. Glaubt ihm kein Wort. Soll ich es nochmal machen für den Team-Komplett-Bonus? Soll ich es nochmal deswegen versuchen? Ich meine, der Stream ist jetzt sowieso schon eine Katastrophe. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich es jetzt noch schlechter hinkriege, weil ich kenne mich. Aber, das ist halt Teil des Spiels. Das ist einfach Teil des Spiels. Was liegt an? Außerdem die Brücke. Ich habe die ehrlich gesagt nicht realisiert, dass man da hoch kann. Am Anfang. Das hätte echt geholfen, das zu wissen. Ich sehe gerade, dass auf dem Boden siehst du so eine einzelne Pixelkante. Immer wenn das Teil. Wenn sie ein neues Teil haben am Boden. Deswegen habe ich das nicht entdeckt, weil das nochmal ein Stück versteckter ist. Daran kannst du auch sehr gut erkennen, wo du lang musst. Okay, ich nehme das Medipack doch nicht. Ich will jetzt einfach. Früher. Ja. Auf die Insel. Okay, dann nicht. Ist egal, das macht keinen Unterschied. Die treffen mich nur noch weniger, ehrlich gesagt. Das ist doch sinnlos. Also ich hoffe mal. Ich hoffe mal. Ja, ich hatte Hoffnung. Er hat Schaden gemacht, aber nicht viel. Und jetzt bin ich in Deckung. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? So halbwegs zumindest. Dich schicke ich mal rüber direkt, weil du kannst klauen. Kleiner Klauer, du. Wenn ich mich nicht traue zu snipen, kann ich mir ja wenigstens in so einem Haus vergraben. Du nicht, du warst nämlich gerade dran. Los, Stiebitz. Ich kann auch beiden was stiebitzen. Das. Stiebitze ich dir halt nochmal was. Basocker! Und jetzt versteck dich einfach, ist egal. In den 3 Sekunden hätte ich mir nicht noch einen Angriffsplan ausdenken können. Butter. Bitte recht freundlich. Ich hätte auch 2-mal klauen können. Ja, das hätte wahrscheinlich. Naja, das hätte auch die Chance erhöht. Habe ich dann beim Umdrehen auch gemerkt, aber. Jetzt hat der eine zumindest keine Bazooka mehr. Granate. Es ist nichts Persönliches. Verdammte Scheiße. Scheiße. Ein Stück weiter. Es ist nicht einfach. Das ist so schlimm, wenn du davon abhängig bist, aber der CPU halt eigentlich nie. Im nächsten Level muss man dann Pearl Harbor bombardieren. Ich weiß nicht mal, ob das eine Lüge ist oder nicht. Im Spiel kann alles stimmen. Ja. Ich finde aber gut, dass er jetzt über die feindlichen Linien geschossen wurde. Was nicht gut ist, weil es der Medic ist. Aber warum laufe ich nochmal hier lang? Ich war gerade irgendwie im Autopilot. Okay. Jawohl, sofort. Es hätte ein Stück höher gehen können. Ich habe das Level neu gestartet und wusste ganz genau, Tim, du wirst es diesmal schlechter hinkriegen.
Mein Schwein ist tot? Oh! Oh, okay. Ich hatte, als ich das letzte Mal hingeguckt habe, war mein X noch da. Okay, ja gut, dann wirklich Reset. Okay. Scheiße. Ich ändere aber nichts an meinem Plan. Was liegt an? Ich ändere doch was an meinem Plan. Ich versuch's einfach mal mit ihm rüberschicken. Und ich versuch's mit einem anderen Schwein an das Ding ranzukommen. Das ist dieser eine Lauf, den man schaffen muss. Wenn man den geschafft hat, hat man es halt geschafft. Dann ist es auch egal. Und der ist relativ offensichtlich. Heißt nicht, dass ich nicht trotzdem Fehler machen kann. Einmal du. Einmal du. Jetzt reicht die Zeit wahrscheinlich nicht mehr aus. Kann ich hier auch rein? Ja. Habe ich dazugelernt oder nicht? Ich weiß noch nicht, ob ich es in das Zelt noch reingeschafft habe. Nein, das Zelt ist nämlich weg. Ich habe es selbst gesprengt. Okay. Die langsame Kugel trifft ihr Ziel. Jetzt ist er ein bisschen da im Dauerfeuer. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Ihn kann ich auch nicht rüberschicken. Das muss ja anders sein. Er muss klauen. Zweimal beim selben am besten. Und zweimal am besten beim, nicht beim Typen, der gerade oben geschossen hatte. Du nicht, du... Bah! Panzersteuerung! Einfach du. So, zeig mal her, was du so hast. Zeig mir deine Ware. Oh! Pipifax, immer. Ja. Und er hat die Clustergranate dabei nicht aufgehoben. Ich dachte ehrlich gesagt, dass der Typ da unten jetzt als nächstes dran ist. Der Speck, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Aber nur ein bisschen. Noch lebst du. Und der Medic ist gleich als nächstes dran. Das heißt, ich kann schon wieder diesen R. Scheiße, Mann. Muss gerade jeden nach vorne schicken, einfach weil ich sehr hart am Limit lebe. Nicht andersrum, am Leben limite. Drei Heilung ist okay. Wie viel HP hat der? Bitte zeig's mir. Ah, verdammt. Egal, ich hab nicht so viel Zeit. Treff. Nichts Persönliches. Und mit Treff meine ich auch, schieb ihn runter, aber. Gut. Limitier Leben allerdings heute ziemlich gut. Ja, danke. Schlachtplatte. Schlachtplatte. Okay. Warte mal, da ist ja gar kein reingezogenes L anstatt ein R. Das ist ja okay. Verdammt. Okay, was mache ich jetzt? Hole ich mir das Ding? Oder töte ich den Typen hier vorne? Der Typ vorne war gerade dran. Ich habe gerade nämlich auf den Chat geachtet. Der Typ vorne war doch gerade dran, oder? Ja, war. Der hat drüber geschossen. Nee, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe auf den Chat geachtet. Fuck. dann muss ich den eigentlich gar nicht töten. Dann sollte ich einen, der da oben noch rumsteht, töten. Buta.
Oder ich kümmere mich jetzt endlich mal um den Airstrike, den ich dann aber sowieso erst nächste Runde nutzen kann. Aber ich muss da so oder so hin, weil ich die Ressource brauche. Und das ist alles so kompliziert. Mein Kopf brennt. Ich treffe den eh nicht damit. Okay, ich habe mich dagegen entschieden. Ich probiere das jetzt wirklich. Und wenn das nicht klappt, dann sage ich, okay, gute Nacht. Ein weiter geht's noch. Ich schaffe selbst das nicht. Aber ich bin bald durch. Er holt sich die Cluster. Er hat so nicht die Clustergranate. Ich hätte die Clustergranate schon längst holen sollen. Das ist die Sache. Du hast nur so und so viele Ressourcen. Und mit Ressourcen meine ich Zeit. Können wir nicht nochmal darüber reden? Ja, schon gut. Okay, okay. Soll ich den Banzai-Witz machen oder hat das Spiel es gerade schon selbst getan? Was meint ihr? Ich muss schon wieder heilen, ne? Ich hole mir kurz die Granate, heil den. Und wenn ich dann immer noch Zeit habe, töte ich den hinter mir oder greife ihn zumindest an. Die normale Granate darüber. Gute Nacht allerseits. Ich hab rechtzeitig gedrückt, aber das Spiel und einen Input direkt lesen. Es ist echt komisch, was das ist besser als Disneyland. Okay, okay, dass ich's überhaupt erwähnen durfte, ist schon hart. Also durfte, einfach gemacht hat. Sehr froh, dass ich ihn geheilt habe. Das Ziel zerstört. Dafür bekommst du ein paar extra Spielzeuge. Ach so, okay. Ich dachte, das war einfach. Was das war einfach Timing. Ich wusste nicht, dass du das sollst. Die Brücke zerstören. Weil ich die auch gerade selbst zerstört habe und so. Ich sollte vielleicht nicht alles einsammeln. Wie viel HP hast du? Da spawnt nachher noch jemand, der richtig viel HP hat. Ich muss eigentlich jetzt. Leg mal die Mine. Der Typ mit viel zu viel HP, den muss ich nachher noch ausschalten. Du rollst jetzt ein bisschen. Boah, das ist voll krass, Alter. Ich mag ihn so gern. Das war die falsche Granate. Ich dachte an die Clustergranate, aber egal. Ich hat ihn trotzdem nicht getötet. Ja, ich wusste nicht, welches davon das HX ist. Aber jetzt dauert es erstmal ein bisschen ist wieder. Klar. Ich weiß ganz genau, dass ich dich nicht weit genug stoßen werde. Schluss mit lustig, Kerlchen! Seht ihr, das wäre passiert, dann wäre ich tot gewesen. Oh, aua! Nicht so grob! Gut so! Den Rest schaffst du auch noch! Eigentlich ist das nicht mein Job. Scheiße! Ich habe 10 Sekunden nachgedacht, aber viel mehr Zeit hast du dann nicht. Das ist mir zu sehr 3D-Denken, wenn ich, Gott, was...
Ich soll den einen nicht töten, weil der als nächstes dran ist. Also töte ich den anderen, aber scheiße, das bedeutet, dass der andere zu nah dann als nächstes dran ist. Das war gerade mein Gedankengang und ja, das war zu 3D für mich. So, bei dir platziert die Mine. Ich könnte eigentlich auch zwei platzieren, aber ich lasse es. Und Reiner. So. Ist das erstmal okay? Ich liebe euch trotzdem. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Hättest du ihn vergiftet und nicht mit einem Sniper gekillt, hättest du einen Extrazug bekommen. Was? Jetzt komme ich gerade nicht hinterher. So, du musst aber auch rüber, weil ich muss direkt mit dir klauen. Du musst mein kleiner Klauer sein. Weil ich wieder auf den Chat geachtet habe, wer war gerade dran? Ciao Pig, ne? Oder wie auch immer heißt. Dann schau ich mal von dem hier. Das ist lieb. Huf. Ich habe ihm den Schlag geklaut. Ich ging so sehr davon aus, dass das nicht geht. Fuck. Ich hab X gedrückt! Ich hab X gedrückt! Nochmal! Nochmal! Das wäre so schön gewesen. Ganz wie Sie wünschen. Schweine, die 10. Oh Gott, ja, die sterben. Die werden ja, wenn sie. Ja, sorry, das war dann. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Okay. Wenn Schweine vergiftet sind, sterben sie, sobald sie dran sind. Ja. Hui, ist okay. Ich habe das Vergiften ehrlich gesagt noch nicht wirklich benutzt. Tötet euch jetzt einfach beide mit der Clustergranate, wie das ist. Dann hätte sich das auch erledigt. Es ist nichts Persönliches. Oder zumindest einen töte ich damit. Ich glaube, der andere, den hat's aber auch erwischt, oder? Man sieht's nie. Jetzt echt nicht nett, du. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Nee. Guter hatte noch sehr, sehr viel HP. Okay, mach. Mach ruhig. Ihr kriegt den Lüssel auch nicht voll, was? Ach, das ja. Krieg ich den von hier aus erwischt? Oder stehe ich zu nah am anderen? Ich bin eigentlich zu nah an niemanden. Wie viel HP hattest du? Jawohl, sofort. Ach ja, er hat 120. Okay. Ich hätte rüberlaufen sollen. Ich hätte ihn noch nicht angegriffen. Ja, ich weiß nicht, warum ich echt Probleme habe, hier eine Übersicht zu behalten. Auf der anderen Seite wünschte ich mir echt, das Spiel hätte besseres UI dafür, damit ich diese Übersicht behalten kann. Weil eine Taste, um einzublenden, wer deine Einheiten sind, wie viel AP die haben, wäre echt okay. Und wenn es am Anfang der Runde ist, aber du kannst gar nichts tun von dort. Ich kümmere mich jetzt gar nicht um das Sekundärziel, ne? Ich hol. Ich hol meinen guten Dude gleich wieder rüber. Erstmal heil ich kurz Money. Ich sogar zweimal Heilung, weil ich gern hab Money. Jetzt kann ich nicht mehr viel tun und werf das wieder mit der Granate. Gute Nacht allerseits. Mit 30 Schaden.
28 Schaden. Es gibt eine Taste, womit du dich umsehen kannst. Ja, aber das Spiel pausiert währenddessen nicht. Es gibt einen Flammenwerfer? Wow! Es gibt einen Flammenwerfer? Sehe ich auch zum ersten Mal. Scheiße, der war hinter dir. Oh, oh, nö. Okay, wir haben zwei platziert. Egal. Das hätte schlimmer laufen können. Weiter so. Aber ich wollte eigentlich nur wegrennen gerade. Und deswegen zwei Sachen platzieren. Schießen wir auch auf Schweine? Muss ich Buta jetzt töten? Ist klar. Oder soll ich mich... Also, wenn ich Buta jetzt töte, was passiert dann? Endet die Mission oder spawnt der Letzte einfach so? Oh, es geht schon weiter. Ja, deswegen. Ich muss mir das Ding jetzt holen, ne? Mit dem schaffe ich es eh nicht dorthin. Ich muss nicht mehr komplett über den Parcours. So, gerade wenn man sich minimal gedulden muss, weil man erstmal die Minimap genauesten studieren muss. Aber, okay. Nein! Nein! Wann darf ich Fotos machen? Über Asiaten. Melde mich zur Stelle. Ich muss die jetzt einfach hier geheilt halten, während er... nichts mehr hinkriegt. Ding ist, sobald die neuen spawnen, dann kann ich ihn töten. Aber das dauert jetzt einige Züge. Stimmt, die Brücke zerballern, aber die Dinger sind ja schon gespawnt. Machen Sie ein Foto von mir, bitte. Oder ist das noch eine Sache, die unabhängig voneinander passiert? Das könnte ein historischer Sieg werden. Okay, ich glaube, als nächstes ist das Schwein dran, was eh unten ist. Ja. Da oben war die Haxe. Ich denke mal, dass das HX für Haxe steht. Das ist ein Mörser. Nein, das hängt ja tatsächlich damit zusammen, mit der Brücke. Shinken ist fantastisch. Oder war das Zufall, was drin spawnt? Ja, das ist jetzt nochmal ein Mörser. Und das ist... nochmal ein Mörser. Hast du aber den Mörser, ich werde ihn nicht nutzen. Ganz wie sie wünschen, Genosse Ober. Es ist so schwierig abzuschätzen, wie eben die Plattform ist, auf der du gerade stehst. Statistisch gesehen müsste ich jetzt treffen. Wenn du diese Schlacht gewinnst, erwartet dich eine Konfetti-Parade. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich hätte das Level schon schaffen können. Wie viel erfährst du? Respekt. Wie viel erfährst du? Anderer Typ. Wir sind beide nicht so gut. Bleiben einfach hier. Jetzt triffst du beide auf einmal? Nein. Hey,
Wing! Ich schieße wie John Wing! Okay, das ist eine nicht so offensive Referenz. Das ist okay. Ja, ein richtiges Kampfschwein, mein Junge! Weiter so! Lass mich steuern, Spiel. Ich will ihn umbringen. Boah, das wird voll krass, Alter! Ich hätte ihn eigentlich nutzen können für den Typen unten, weil er die besten Waffen hat. Aber jetzt wollte ich mich auf ihn fokussieren. Ich mochte es, wie er wegfliegt. Ich habe die besten Einfälle erst, sobald es vorbei ist. Deswegen gewöhnt euch dran. Ich hasse es, wenn nagelneue Orden verschwendet werden. Also sammle sie auf, okay? Ja, los. Okay. Leute, wir können das Spiel jetzt beenden. Hier ist auch noch ein Symbol da unten. Ich habe Angst, dass das irgendwas bedeuten könnte. Beeil dich mit dem Absinken. Es ist wichtig, es geht um Leben und Tod. Jetzt lande. Wenn ihn das jetzt tötet, bin ich zufrieden. Es hat ihn nicht getötet, ich bin nicht zufrieden. Big Champ. Wurzel aus x Quadrat mal v, Feuer. Okay, weil Mathe, Asiaten können Mathe. Nö. Hättest du nicht den Typ, der vor dir steht, angreifen können? Niemand ist tot? Zeichen eines großen Sieges. Niemand ist tot. Enttäusch mich jetzt nicht. Er hat 20 HP, oder? Er hat genau 20 HP, oder? Ich bin echt schlecht darin, es mir zu merken. Ja, okay. Gut. Rutsch runter, alles okay, alles Palette hier. Alles supi. Kein Risiko eingehen. Lass dir Zeit. Mit Empfehlung an die Witwe. Ich habe gerade dem Chat so sehr vertraut, dass ich nicht mal mehr nachgeguckt habe, ob es nicht vielleicht doch 21 waren. Ja, ihr könntet mein Leben zerstören, das wisst ihr, ne? War ja gar kein Problem, war ja gar keine Geburt hier, ist ja alles paletti gelaufen. Was habt ihr denn, Leute? Ist doch easy, das Spiel. Ich hab keine Probleme. Nee. Also ich find's leicht. Wir werden das Spiel nicht im Stream durchspielen. Ich mag es, wie das Spiel sowas wie optionale Ziele hat, aber es ist einfach nur, hebt das Ding auf. Aber es war tatsächlich leichter als das davor, sind wir mal ehrlich. Volk erfreut. Führung zuversichtlich. Squeal, oink, grunt. Oink, grunt. Oink, oink, squeal. Ich speichere jetzt. Es ist ein historischer Sieg. Der muss gespeichert werden. Nein, kein dritter Stream von diesem Spiel. Tut mir leid, das wird ewig dauern, bis ich hier durch bin. Wir sind nicht mal mit dem zweiten Kontinent fertig. Was passiert, wenn ich den Sniper jetzt nochmal level? Was kriegt er dazu? Stimmt, ich muss Speckobst machen. Genau. Ich vergesse es immer wieder. Einmal backspacen und dann Speckobsten mit dieser Tastatur. Speckob dann halt. Meine Güte. Die wollen mir aber auch gar keinen Spaß gönnen. Speckob. Speckob the line.
Er kriegt TNT und dreimal Clown. Uiuiui. Aber da habe ich wieder... Der Ferkel ist gerade so ein bisschen nutzlos. Ich meine, er ist nicht nutzlos, er kann heilen, das ist super. Aber ich würde ihn gerne einmal leveln, aber ich würde gerne auf den Sniper einmal noch leveln. Und ein Elektrostab. Weil ehrlich gesagt, auch wenn ich am Anfang dachte, ich sollte auf Bazooka gehen, irgendwie, ich bin zu scheiße mit der Bazooka. Ich treffe damit nix. Was war denn die andere Klasse? Hat man noch eine andere Klasse? ich würde kurz gucken. Nee, okay, das war's schon. Ich probier's mal mit ihm. Die haben mir eh gespeichert. Oh, dann wird da der Typ. Oh, im Trenchcoat und allem. Gott, ist das niedlich. Wir haben ja eh gespeichert und das ist eine Sache, die stört mich tatsächlich. Könnten Sie mir nicht erst sagen, was das nächste Level ist und dann darf ich meine Klasse, meine ganzen Charaktere auswählen und so? Sieht aus wie ein School-Shooter. Ja, deswegen mag ich ihn ja so. Offensichtlich. Meine Güte, Aristo, was soll denn das? Weil das ist jetzt das letzte Level von diesem Kontinent. Und wenn wir diesen Kontinent in diesem Stream noch durchkriegen, dann wäre es eigentlich cool. Aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Das ist die PS1-Version, aber auf der PlayStation 3 emuliert. Aber Original-Hardware. Die Kanonen in dieser Schlucht richten in ganz Australien, Strahlen, was auch immer, Verwüstung an. Bringen Sie sie zum Schweigen und die Insel gehört uns. Zum Schweinen. Kopf einziehen? Dem Wagemutigen winkt Beförderung. Kann man sich in Büschen jetzt verstecken? Ist das eine Mechanik? So viel, was ich nicht mehr kenne oder nicht kenne oder... wir sind die Deutschen, ja. Wir sind die Speckkartoffeln. Wir sind die Sau-Krauts. Geschnetzeltes. Weil Schweinepanne. So wie es aussieht, gibt's nur einen Weg, oder? Was liegt an? Ich probier's mal einfach durch. Am Anfang musst du eh ausprobieren. Das bleibt ja gar nichts anderes übrig. Du brauchst das Medipack noch am allerwenigsten. Ich komme gerade bei der Minimap nicht ganz klar, wo ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich muss den ganz weiten Weg laufen. Heieiei. Ja, nee, hätte ich mich in dem Busch schon eben verstecken können. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, was genau die Gegner tun. So ambitioniert, dass das Spiel Geschütztürme und sowas hat. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Okay, wenn ich einfach in einem ordentlichen Winkel da stehe, passiert schon nichts. Okay. Okay. Aber ja, das wird eine Aufgabe sein. Und Mein guter Speck muss schon ganz vorne sein. Ich habe gerade gemerkt, wenn du einfach nur ganz viele Speck- und Bacon-Witze machst, kannst du die Charaktere auch nicht mehr voneinander unterscheiden. Versteck dich mal. Nicht furzen. Er hat gefurzt. Das ist die beste Version.
Ja, aber es ist so ambitioniert, dass die sowas wie Geschütztürme tatsächlich haben. Im Tutorial reden sie von Fahrzeugen. Das ist ein bisschen hochgegriffen. Aber ist trotzdem, das ist cool. Ich kann ja nicht viel mehr machen, als sie alle da hinterher zu schicken und versuchen, die Leute zu heilen, die ich auf dem Weg treffe. Ich schaff's vielleicht zu ihm dahin und kann ihn heilen. Zumindest mit dem Sniper-Pfeil. Das wird knapp. Nee, das schaffe ich nicht. Besonders wenn er die nicht hat. Das ist ja dann doch mein erster. Den habe ich ja nicht gelevelt. Da war ja was. Jetzt werde ich ja zweimal getroffen. Ich wollte gerade weiter weglaufen. Wir haben noch mehr Gegner. Ich heiße zufällig nicht Andy. Nein, tut mir leid. Widerstand ist zwecklos. Bin mir relativ sicher, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Wir haben noch mehr Gegner. Knusper, wir haben noch mehr Gegner. Ganz schön knifflig. Dafür muss das Midi-Pack am Spawn bleiben. Gott verdammt hasse ich den Mörser in diesem Spiel. Ich probier's jetzt trotzdem ein bisschen, weil ich muss mir auch angucken, was im Level noch alles passiert. Na schön. Aber der da hinten ist erstmal gut platziert. Ring frei. Ich lauf einfach hier lang. Die Map ist eine Menge gelaufen, ja. Ich meine, ich mag, dass sie so designte Level versucht haben, die nicht einfach nur, hier hast du eine Map, spiel sie, sondern tatsächlich so sehr Singleplayer-eske Herausforderungen sind, die komplett eine Idee haben und eine Taktik, die du verfolgen musst. Ihre Unschweine! Ja, es war klar, so wie ich euch dahingestellt habe. Was geht? Es geht. Falsche Richtung. Du stehst im Weg. Okay, weiter geht's. Das hat jetzt viel Zeit gekostet. Aber ja, die. Es ist ein langes Level wahrscheinlich. Oder eins mit viel Leerlauf. Und wenn ich viel Leerlauf, dann wenigstens viel Lauf. Das Ding da hinten gesehen, weiß aber nicht, wie ich rankomme. Komm, wir sind in die Mauer. Komm, wir sind in die Mauer. Wie hat das nix gemacht? Ja, nee, ist klar. Was? Was? Kann mir ganz kurz bitte einer erklären, was ich machen soll bei den Dingern? Auch besseres TNT für die Wand. Ich dachte, ich spreng die Dinger einfach, so wie ich bisher alles gesprengt habe in diesem Spiel, was ähnlich funktionierte. Nein. Die Wände sind tanky. Nicht furzen.
verschiedene Geschütze. Und der kann sehr gut treffen. Der kann sehr gut runterrutschen. Ich hasse dieses Level. Das ist ja furchtbar. Ich hätte ihn jetzt heilen können. Jetzt zu spät. Ich werfe jetzt einfach mal eine Granate hin, um zu gucken, was passiert überhaupt. Weil, das muss ich mir jetzt angucken. Hi. Hi, 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 gefetter Busch. Hi. Ein Buschpartner. Kann ich das Ding holen? Nein, okay. Das ist ein Level, was ich mir jetzt angucken darf. Achso, es hat doch Schaden gemacht. Okay. Es wurde irgendwie noch nicht angezeigt. Okay, gut, dann war doch alles normal. Darkman X hat abonniert, dankeschön. Denk einfach an die Struktur-HP. Minen reagieren auf Schüsse und Granaten bzw. Geschossen von Bazookas oder Mörser. Ja, dass das TNT Schaden gemacht hat, habe ich nicht erkannt. Das ist, dass sie sehr gut zielen können. Die KI ist echt gut in ihrem eigenen Spiel. Gucken wir das Level jetzt trotzdem weiter an, aber... Ja, du warst ja unsichtbar, warte. Wie geht das? Umsehen. Ich probiere es, ich muss ihn nutzen. Es ist wieder viel zu weit. Ich hasse den Mörser. Der ist echt furchtbar. Der wäre in 2D weniger schlimm, aber hui. Der ist schlimm. Nein. Wenn man die Kurve zu eng nehmen möchte. Ach Gott, der hat ja erstaunlich viel AP. Ich sollte ein bisschen weiter hier hinstellen. Stehst aber auf den anderen Typen. Hahaha. Das reinste Elfmeterschießen. Bei Fußball. Das Spiel hat ein New Game Plus. Ein kleiner Vorgeschmack. Die KI ist treffsicherer. Noch treffsicherer, meinst du? Gut, das war's auch mit ihm. Oder auch noch nicht. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Ich schaue mir einfach mal weiter an, was ich hier tun kann. Elektroschock. Wie kommt man hier? Ah, da ist ein Pfad. Okay. An dem bin ich auch vorbeigerannt bisher. Wann geht die Kiste kaputt? Das wird brenzlig. Du kannst einfach die Granate gleich hochwerfen und in der Hoffnung, dass es irgendwas trifft. Aber der hat schon wieder nicht angezeigt, dass es Schaden gemacht hat. Das ist nicht gut. Hallo, Fleischzeppelin. Zu spät. Es wird wie ein Unfall aussehen.
Also, es hat ein Geräusch gemacht. Ein sehr lautes. Flugbahn berechnet und... Hat er echt eine Zahl? Ich hab drauf geachtet und hab nichts gesehen. Du stirbst eh bald. Gimmel, John, Feuer! Ihre Fakte ist... Gut so! Ja, ich muss boah, Ding mit dem. Hi. Medium oder roh? Er ist obese, weil er dick ist, weil er ein Schwein ist. Ring frei. Ich hätte ihn heilen können vorher, naja. Mein Kanonier stirbt, das ist okay. Ich muss das Ding kapern, damit ich... Nee, okay, geht auch so. Ha. Ha. Siehst du, ich bin klug. Ich habe so getan, als wenn ich es wusste. Wie viel Schaden macht der Elektroschocker? 60? Macht er weniger als 60? Wenn er weniger als 60 macht, brauche ich ihn nicht. Wie viel Schaden macht er? Klau vorher. Ja, ich weiß, aber... Huf. Bazooka. Pistole. Da bestimmt auch irgendwas. Sniper macht genauso viel Schaden wie der Raketenwerfer im besten Fall. Ah, Pipifax, immer. Schuhwitt hat abonniert, danke. Mit Primel. Okay, gut. Harry, fahr schon mal den Panzer vor. Himmel, zeig mir irgendwas. Dann geht's in Rückwärtsgang, da ist man schneller. Es gibt sogar die Animation scheinbar. Ja, bringt aber auch nichts, okay. Ist egal, wenn du hier stehen bleibst, ist vielleicht alles tutti. Ich hätte den anderen heilen können, naja. Oh Gott, der Mini-Vini hat 5 Abos verschenkt, danke. Und zwischendrin hat sich eingeschlichen, Karl Ranzseier. Ich spreche es nicht anders aus. Ich finde, das ist die Aussprache, die ich nutzen sollte. War ich es mit ihm zum Lazarett? Oder wurde das zerstört schon durch die Rockets? Nee, das ist auch da. Okay, gut. Das war die falsche Taste. Schon besser. Ich hätte auch das Medipack noch holen können. Egal. Na. Ich hätte gerade fast wie ein Tim gemacht. Puh. Und das ist der Angriff. Einer ist gestorben bei mir, oder? Ich glaub schon, ja, ja, doch. Ja, nee, deswegen, ganz ehrlich, ich glaube, ich gebe mich zufrieden. Ich glaube, ich gebe mich damit zufrieden.
Das kann man sicher auch schaffen. Lebt nicht der andere auch noch? Ist egal. In die Tiefe des Raums. Ich glaube, ich muss. Ich glaube, er muss. Weiter so. Die Schwächlinge können einpacken. Ja, ich hätte mich um den kümmern sollen, aber. Ah. Weil es hätte dafür gesorgt. Ich weiß, wo der Fehler liegt, und es ist aber trotzdem. Ich glaube, das liegt echt daran, dass das Spiel einen Timer hat. Punkt. Und ich deswegen meine Optionen nicht wirklich durchdenke. Schluss mit lustig, Kerlchen! Weil wenn der andere jetzt noch überlebt hätte, klar, dann hätte der ab und zu wäre dran gewesen und hätte einfach gar nichts gemacht. Find's toll, wie jemand direkt im Chat wusste, der hat nur 3 Waffen. Was zum Teufel, wie gut kennt ihr dieses Spiel? Eine verantwortungsvolle Entscheidung. Oder muss man das Spiel so gut kennen? Das wird brenzlig. Um irgendwas dazu sagen zu können. Wo ist das Medipack? Das ist da oben, ne? Ja, okay, da komme ich eh nicht ran. Dann bleibst du einfach da. Heil vor dir. Er macht ein sehr trauriges Geräusch. Benutzt die Sniper, ich kann es in- und auswendig und ja, hart. Da war der Fleischzeppelin schon wieder. Das könnte ein historischer Sieg werden. Jetzt gehe ich mal das Risiko ein, nicht das Medipack mitzunehmen. Und nutze nochmal den Mörser und nutze ihn aber wirklich diesmal sehr, sehr sparsam. Upp. Dann geh sogar noch ein Stück zurück. Weil ich immer noch Angst habe, dass ich zu weit schieße bei diesem Winkel. Ich habe zu weit geschossen bei diesem Winkel. Aber er ist unten bei diesem Winkel. Aber er kann diesen Schaden nicht ausrichten, den er ausrichten muss. Beobachten Sie das Pegal-Manöver. Kick Silo hat abonniert. Das zweite Mal jetzt schon. Danke. Ring frei. Ah. 80, 70. Ich kann ihn eh nicht töten. Warum nicht? Du bist doch mein Freund. Max, wie er alles einblendet, außer. Oh ja, weil das bewegt ihn nicht mehr. Ja, klasse. Es nervt mich trotzdem. Ich bin euer Angstgegner. Perfekte Granate. Auch wenn es egal war. Los, probier's. Du kannst mit der Super Shotgun. Du kannst mit der Super Shotgun Leute aus der Map rausschießen. Da, wo beim Bewegen eine unsichtbare Wand ist, da kannst du sie raus. Wahnsinn. Das ist super. Ich will jetzt ein bisschen angeben, aber bitte. Wie funktioniert der? Das ist eine Nahkampfwaffe. Wie nah? So nah? Ich mach's jetzt einfach. Yo, und ab geht die Boss. Natürlich schieße ich ihn zu. Nein!
Das macht wenigstens nicht so viel Schaden. Yay! Yay! Eine Katastrophe, dieser Playthrough. Eine Katastrophe! Ich habe richtig viel Spaß. Ich mag das Spiel. Wirklich, wirklich meine größten Probleme mit dem Spiel sind, ich darf nicht sehen, was das Missionsbriefing ist, bevor ich mein Team ausrüste. Und ich habe keine Statistik darüber, wenn ich am Anfang, wenn mein Zug beginnt, wer wie viel HP noch hat und in welcher Reihenfolge noch und sowas. Können sich bestimmt sehr viele Leute super gut merken. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Aber es macht Spaß. Ich mag das. Ich mag es auch, dass es solche Missionen hat, weil offensichtlich ist der Singleplayer nicht der Fokus gewesen von diesem Multiplayer-Spiel, was man zu viert spielen konnte. Natürlich. Das ist es bei Worms ja auch nicht. Aber bei Worms habe ich, glaube ich, maximal ein Level beendet und dann keine Lust mehr gehabt, während ich aber ständig gegen Bots oder halt gegen Freunde spielen konnte. Hier mag ich den Singleplayer. Er ist monoton, weil es ist immer dasselbe, was du tust. Und es ist auch recht ein langsames Spiel. Aber ich mag den. Ich hätte das alles sagen können, während wir den Ladebildschirm begutachten. Die richtige Tarnung. Form. Hey, du da. Ja, genau du. Du fällst ja auf wie Bulette in der Salatbar. Versuch mal, dich zu tarnen. Reflexionen. Alles kann Licht reflektieren, von der Gürtelschnalle bis zum Fernglas. Merk es, bevor es andere tun. Umrisse. Kopf- und Schulterform sind unverkennbar. Selbst ein ungetarnter Helm zieht ungewünschte Aufmerksamkeit an. Lasst euch was einfallen. Geräusche. Verhaltet euch bei Patrouillengängen ruhig. Geräusche sind kilometerweit zu hören, besonders bei Nacht. Spart euch die Worte, lernt die Gesten. Wann immer es geht, sollte ein Handzeichen dem gesprochenen Wort folgen. Wow! Ach, deswegen ist das Spiel ab 12. Okay, das hat mich gerade echt ein bisschen off guard erwischt. Gut, alles läuft nach Plan. Australien ist unser. Ich gebe dir 5 Beförderungspunkte, um die Moral deiner Truppe zu stärken. Von hier an könnte es schmutzig werden. Könnte, aber es wird nicht. Ich speichere jetzt und würde sagen, wir schauen uns das nächste Level noch an. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht mehr durchspielen werde. Also nicht mehr weiterspielen werde, das Level. Ich bin aber trotzdem, nachdem das erste Level überwunden war, relativ zufrieden mit dem Fortschritt hier. Und ich habe auch Speichern gedrückt, ne? Ja, gut. weil, wie der Chat schon sagt, jetzt wird das Spiel erst schwer. Und ja, ich freue mich ja schon. Stärke wird befördert. Abseits wird befördert. Du wirst befördert. Ich weiß nicht, ob ich es bereue, aber ich habe eh gespeichert. Axland, okay. Schwartistan ist übrigens fantastisch. Schwartistan ist richtig gut. Einer ihrer Eber-Offiziere wurde während einer Erkundungsmission in Haxland gefangen genommen. Nehmen Sie Ihre Jungs und retten Sie ihn. Zeigen Sie dem Gegner, dass wir solche Schweinereien nicht durchgehen lassen. Rettet das Schwein. Ja, okay. Der Bonus heißt ja lustig.
Wir schauen mal. Als erstes kümmerst du dich hier um diese Aufgabe, weil das ist wieder so ein ulkiges Labyrinth. Das ist echt nur dazu da, damit du die Klasse mitnimmst, oder? Moment, Snake, ich weiß, wie die Minen liegen. Moment, ich zeig's dir kurz in der unüberspringbaren Cutscene, Snake. Sorry, kam gerade Kindheitserinnerung hoch. Kindheitserinnerung. Sorry. Alles okay. Also gut geht's mir nicht, aber mir geht's wieder besser. Ich hab meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt noch nicht. Das ist deine nervigste Waffe schon mal. Ich schon da bin. Ich experimentiere gerade nur rum. Das wird kein Playthrough, den ich durchziehe, weil da lief ein bisschen was schief bisher. Muss nicht jedes Mal neu equippen. Warum bin ich denn so... Ich bin aber wirklich positiv überrascht, wie viele Leute im Chat hier das Spiel nicht nur kennen, mal gespielt haben oder so, sondern wirklich selbst die verstehen. Scheinbar halb auswendig kennen. Weil sehr cool. Sehr cool. Mich zur Stelle. Ich dachte, das fängt erst einen Meter dahinter an. Wie gesagt, das wird kein Playthrough, den ich durchziehe. Und du bist der Gefangene jetzt. Du hast sehr viel HP. Und Airburst. Und ihn jetzt retten ist die Aufgabe. Aber wenn ich ihn einfach hier drinnen lasse, reicht's auch, oder was? Ich bin sehr froh, dass ich diesen Stream aufnehme, nur für diesen einen einzigen Part vorhin, also eben gerade. Wo du bekommst? Ja, nee, eben. Ich muss ihn wenigstens im Gebäude lassen. Und das ist der Anpfiff. Also außer, wer steckt da jetzt gerade drin? Im Gebäude, wer war das? Mein Pyromane, ne? Knusper, okay. Das heißt, wenn ich Speckobst da reinstecke oder irgendjemand, der TNT hat, kann ich wieder zurück ins Gebäude. Aber Speckobst baue ich unten, das ist auch kacke. Ich will mir das jetzt gerade echt nur angucken. Das ist...
der hat das. Ihr seid deklassiert. Wenn man den richtigen Winkel hat und nah genug dran ist, ist das Ding echt nicht übel. 45 Schaden ist nicht wenig. Nein, natürlich habe ich meinen Pionier nicht geheilt. Ich werde die Runde nicht beenden. Es ist nur eine Mechanik, die ich wirklich nicht mag, ist, dass auf dem Radar sind sie unsichtbar. Gerade weil das im Singleplayer bringt das was gegen dich, aber ich glaube, das wird nie was gegen bringen gegen einen, wer ist der tot? Gegen einen CPU-Gegner. Und dann ist es halt, ihr war darum dann überhaupt. Ja gut, alle sind da in der Mitte und du kannst eigentlich nur hoffen, dass sie auf den Gefangenen schießen. Und er sollte drin bleiben. Er sollte drin bleiben. Er sollte drin bleiben. Ah ah. Was denn? Vor der Tea Time? Weil La Brito ist ja lustig. Los, treff dich selbst. Oh. Ja, nee, ist klar. Der Typ, der unten steht, hat nichts mehr, oder? Ich trau mich nicht, die scheiß Bazooka zu nutzen. Auf Distanz okay, aber das Ding treffe ich nicht. Dann mach mal los, Macker. Abgesehen davon, dass ich Schaden genommen habe, war das ein guter Schuss. War gut im Schuss. Ganz wie Sie wünschen. Okay, die werden auch. Okay. Ich hab kurz auf den Chat geachtet, wusste nicht, wo ich bin. Du kannst die Typen auch beim Airstrike nicht sehen, wurde mir gerade gesagt. Aber weil sie die ganze Zeit furzen, musst du auf das Furzen achten. Es ist das, was mir dieser Lehrfilm vorher zeigen wollte. Ich brauche Respekt direkt oben. Was liegt an? So, jetzt probier es mal richtig. Waren die ersten Typen in Kisten oder in Bäumen versteckt, ist jetzt die Frage. Und da, okay, sie waren in Kisten versteckt. Dann können wir dir eine Kiste schon mal kaputt machen. Wenn du wahrscheinlich der Erste bist, der rauskommt, ich weiß es nicht. Und bei dir können wir... Ein Gentleman trifft immer. Aber egal, das Medipack, wenn du das nächste Mal rankommst. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Was mache ich mit dir? Klaue ich von dem Typen, wo, den man sehen kann? Er pausiert da, bis du was drückst, aber dann macht er irgendwann trotzdem weiter. Klaue ich von dem Typen, den man sehen kann, oder klaue ich von jemandem, der da oben ist? Weil die haben definitiv mehr HP gehabt, glaube ich. Geh auf den tollen grauen Turm. Wenn ich jetzt nochmal einen Hinweis kriege, wo der ist. Da ist er. Okay. Noch ein Typ.
Der graue Turm war gerade hier, oder? Da ist der. Orientierung. Genau mein Ding. Suchrakete. Okay. Sowas haben die auch. Interessant. Okay. Ja. Melde mich zur Stelle. Ich frag gar nicht erst. Brauch dich oben. Kann man dich loben? Nämlich für dich erstmal. Uiuiui, der Winkel. Reicht, glaube ich, immer, oder? Ja. Und dann, kann er nicht mehr viel tun. Ich werfe einfach die Granate zu ihm und hoffe aufs Beste. Auf der Stelle. Immer helle. Hätte weiterfliegen können, aber es ist okay. Ich brauche wahrscheinlich ein Jetpack oder man kann den Turm bestimmt sprengen, oder? Der bestand aus Segmenten. Habe ich gemerkt, aber hab eins noch nicht zusammengezählt, bis es gesagt hattest. Du hast gesagt, auf den Turm. Gut. Das war eine Runde. Aber nö, so weit hatte ich nie gespielt, das Spiel. Mit Blei geiz ich nicht. Mach ruhig. Okay, hat nur einer erwischt, immerhin. Und das ist der Anpfiff. Ich sehe gerade eine Fähigkeit, die er hat. Mach nochmal von mir aus. Warum will ich sein immer nochmal aus, dann, wenn das geht? Tranquilizer. Würde ich aber gerne bei jemandem machen, der noch weiter oben steht. Du zum Beispiel, du stehst sehr weit oben. Upp. Ihr seid deklassiert. Also macht sogar Schaden? Okay. Und jetzt schlaf ein. Oder ist er nur einfach vergiftet? Guter Scharfschütze, das ist mein Lieblingsscharfschütze. Gibt zwei Optionen. Entweder man muss den Sprenger oder man muss mit einem Jetpack da hoch. Und ich traue mich gerade nicht, auf den Jetpack zu warten. Man muss. Okay. Ja, nee, ist klar. Danke fürs Try and Error. Macht viel Spaß. Wie viel AP hattest du? Okay, zu viel. Suchrakete ist ein sehr gutes Bild. Vielleicht nicht jetzt, aber bald. Okay, ich bin einfach gerade zu nah dran, ich trau mich nicht. So, wenn... Dann mach mal los, Macker! Wenn du da runterpurzelst... Dann bist du runtergepurzelt erstmal. So viele neue Waffen in jedem Level. Ganz wie sie wünschen. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen hier an alles. Und ich muss es einfach mal ausprobieren, das hilft auch. Uiuiui. Haben wir gleich zwei von den Banditen hier. Los Banditos.
Mit Granaten kriege ich euch aber sehr schlecht darunter, das ist das Problem. Yeesh. Das war so eine richtige CPU-Runde gerade, die ich hier gedreht habe. Wird erledigt. Ach, nur ein Kratzer. Okay, Kermit. Diese Kiste könnte kriegsentscheidend sein. Lass sie dir nicht durch die Lappen gehen. Gut, dass ich da in die Richtung gerade unterwegs war mit Respekt. Aber hey. Zum 30. Geburtstag von Frontschweine gibt's das Remake. Uiuiui, da müssen wir aber noch ein paar Jahre warten hier. Jetzt, wo der Gegner gerade nichts tut. Ich glaube, das ist zu. Ja, okay. Du kannst es selbst zünden, das hat gerade geholfen. Ich glaube, du kannst es selbst zünden, aber es hat geholfen. Ja, wenn die eh gerade nichts tun, dann macht halt nichts. In die Richtung, weil dann rutscht er nicht runter. Während ich mehrmals treffen kann. Du wirst gar nichts spüren. Okay, zweimal treffen. Immerhin 30 Schaden. Und ja, die PC-Version ist allgemein nicht gut. Wie aufregend. Ich kann ins Minenfeld schmeißen. Was liegt an? So, du machst mal die schwierige Aufgabe hier. Oh, ja, da fängt schon an. Es ist furchtbar. Buchrakete. Funktioniert hier dann wie ein Airstrike, dass ich von oben einfach herabwerf? Oder, weil ich habe das UI davon ja gesehen, aber... du! Ich hab's gesehen, dass ich X gedrückt habe. Und er hat gerade die Kamera geändert, um zu schießen. Wie nix aber. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Das war dämlich. Ist immer noch 120, ne? Ja. So, hier unten in der Ecke warst du, glaube ich, es. Bin zu doof, um in diesem Spiel eine Übersicht zu haben. Ja, hier war's so. Der Kamikaze, das hättest du ruhig behalten können. Hahnen hättest du ruhig behalten können. Snipergewehr nehme ich gerne mit. Das ist meiner, ne? Ja. Snipe den Baum tot. Wowie. Melde mich zur Stelle. Das sind definitiv Freunde, die Leute hier. Viel zu riskant. Der Winkel ist einfach sehr doof für irgendeine Granate. Natürlich. Okay, die behalten sogar Tarn, wenn du sie geklaut hast. Okay. Das ist
blöd. Shit, die haben den doch getroffen. Ups. Halte ich das so richtig? Ich glaube ja. Gut. Kannst jetzt mehrere Leute heilen. Oder sammelt jetzt einfach Medipack auf. Und ich gehe zu diesem Turm darunter. Genau da. Weil genau da steht dieser coole Mann. Wenn nicht so viel kann. In seiner kleinen Schatztruhe. Spiel, Satz und Tod. Seid zumindest ein bisschen stolz auf mich hier. Komme ich hier auch wieder raus? Weil hier war so ein Ding, aber da bin ich beim letzten Mal da reingestolpert. Man kommt raus. Man kommt raus, okay. Ich hoffe, es noch zu einem anderen zu laufen. Nee. Ich weiß, ich hab den Airstrike noch. Das war mir zu doof. Weiter so! Die Schwächlinge. Da habe ich ihn getötet. Für die Freiheit! Okay, Hagis. Hagis. Ja, nee, ist klar. Hagis sagt immer Hausmeister Willy. Was denn, hast du das noch? Warte. Da ist schon wieder Fleischzeppelin. Okay. Zwischen den zwei Bäumen bei den drei Bäumen. Ich hasse diese Fähigkeit. Ich sehe die Bäume nicht. Da? Da? Es ist Tarnfarbe. Ja, es ist... Okay, ich hatte ihn genau. Okay. Jetzt kommt Leben in die Bude. Jetzt weiß ich, wie die Waffe funktioniert. Furchtbar. Ich hab ewig kein Worms mehr gespielt, es tut mir leid. Ich hätte es vor allem nicht probieren müssen, aber ich muss die Waffe ja irgendwann ausprobieren. Wahnsinn! Okay, einfach dann nach oben schießen. Got it. Einfach dann nach oben schießen. Das Ding ist, ich lasse auch noch eh auf mich schieben, dass es aussah, also das, was er gehalten hat, ein Raketenwerfer war. Weil der Mörser ist auch ein Raketenwerfer. Nee. Also hier. Nee. Ganz wie Sie wünschen. Wie viel OP hast du überhaupt? Ferkel. Okay, gar nicht so viel. Hol dir mal die auf, wenn die näher sind für jeden anderen, aber jetzt war ich schon auf dem Weg. Und dann kümmere ich mich um dieses Schwein hier vorne. Unverzüglich. Ich bleib einfach bei Granaten, wisst ihr? Ich bleib einfach bei Granaten, das klappt. Und man siehe, ich habe den Satz angefangen, bevor ich die geworfen hatte. Das heißt, ich war sehr voreilig.
Ja, ich konnte den Winkel bestimmen. Einfach nach oben schießen. Ja, jetzt weiß ich es auch. Aber sorry, dass dieses Airstrike-Menü mich verwirrt hatte. Jetzt seid ihr beide da. Reisen bei diesen Herzen. Einer ist da oben. Okay, ja, jetzt sammelt er es auch, na, von mir aus. Was liegt denn an? Ist das da hinten schon der Gegner? Ich kann's nicht erkennen, die Farbe ist zu ähnlich. Ja, wird das sein, sonst wär's ein Teammitglied. Da. Ich trau's mich nicht mit dem Raketenwerfer. Naja, versuchen kann ich's ja mal. Zu weit, zu weit, zu weit, viel zu weit. Der Mörser ist nicht cool. Ich mag den Mörser nicht. Er kann weit gehen, ja. Und das ist der Anpfiff. Das kann er. Das habe ich mir anhand vom Herzen gemerkt, nachdem er das Herz eingesammelt hatte. Moment. Okay. Mach's ruhig nochmal so. Hochkommen, um meinen kranken Respekt zu pflegen. Ich hab's jetzt eh nicht mehr geschafft. Es war der, oder? Ja, es war der Vorderste. Das bringt eigentlich nichts, dir zu legen. Ich will eh erst danach, wenn ich die Schruffel nutze. Aber ich nutze die Schruffel vielleicht gar nicht, ich nutze die Granate. Nein, ich nutze jetzt nicht den Airstrike, das ist mir wieder zu fummelig. Oh, nochmal! Ja! Wie habe ich es so weit geschafft, ohne den Mörser zu meistern? In dem Level, in dem es drauf ankam, war ich perfekt. Danach nicht mehr. Der Mörser ist furchtbar. Natürlich kann man den mit viel Übung meistern, aber huiuiui. Alles, was nicht genau vor dir ist, ist so schwer treffbar. Komm mal runter zu euch hier. Ich weiß nicht, ob man beide erwischen kann. Ich trau mich nicht. Das war viel zu nah dran. Bravo. Gegen dich und deine Jungs haben sie keine Schnitte. Hey, ich habe auch in diesem Stream hervorragend gespielt. Tu mir das nicht an. Guck mal, ich schaff dieses Level hier Second Try und der First Try war nur zum Gucken. Sag ich, bevor was Grausames passiert. Stelle.
kann jetzt knapp werden vor allem. Ja, weil du hast nichts. Okay. Ich muss den einheilen. Dann schieße ich ihn einfach kurz ab. Das tötet nicht. Oh. 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 Ist aber egal. Du kriegst nochmal, aber warum nicht? Ah, ich hab wenig mehr. Never mind. Ich hatte noch zwei. Ups, 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 ups. Sehr wohl, Kommandant. Es wurde knappi, ne? Weiß ich gar nicht, wie weit du runtergerollt bist. Egal, du wirst es mir zeigen. Okay, da ist er. Ja, ich hab den Zeppelin immer noch nicht beschossen. Sorry. Immer wenn ich ihn bemerke, dann denke ich, jetzt gerade nicht. Mach hinne und tarn dich oder irgendwas, bitte. Okay. Nö! Der eine Typ, der nichts tun kann. Musste ja kommen. Muss ich ihn hier überhaupt. Muss ich das überhaupt kaputt machen oder ist das gar nicht Teil der Aufgabe und einfach, ich soll es so schaffen? Weil, dann würde ich einfach mal kurz mich umgucken. Weil ich treffe den nicht. So. Du kriegst aber mein Gut. Weiß nicht mal wie. Natürlich bewegt er sich weiter. Natürlich bewegt er sich weiter. Wie soll man das denn schaffen? Okay, Hages, mach mal. Natürlich fliegt er weiter. Ja, aber wirklich. Die Sätze sind doch auch unterschiedlich lang, oder nicht? Ich weiß, dass sie die gelegentlich vorher abschneiden. Ja, aber der war doch deutlich kürzer. Das könnte ein historischer Sieg werden. So, wo bist du jetzt hin? Ist nicht hier, du bist da. Da ist er. Da ist er. Der Pisser. Wir wollen ja gar kein Risiko hier eingehen. Gar kein Risiko. Gar kein Risiko. Ich gehe 100% jetzt irgendein Risiko ein. Die sind doch nur zweite Liga. Da geht mir doch der Rocco. Okay, man kann die Sprüche ausmachen, stimmt. Ja, aber das ist keine gute Mechanik dann, wenn ich die Sprüche ausmachen muss, damit ich irgendwas Bewegendes in einem rundenbasierten Spiel treffe. Leute, war doch gar kein Problem. Es war eine fantastische Mission. Ich hab alles gut gemacht. Mit Mörser ist es am einfachsten. Ja, dann Johnny for Pock, ich möchte deinen Stream sehen. Das meine ich aber ernst. Gerne, stream das. Sag mir Bescheid. Auf Twitter oder so. Oder per Mail. Dass du das jetzt streamst. Ich würd tatsächlich zugucken. Das habe ich gerade irgendwie formuliert als mach's halt besser. Aber ich würde es, glaube ich, wirklich gucken, wenn jemand sagt, ich kann das Spiel richtig gut. Ich stream das mal. Wieder gewonnen! Feiger Feind, verweigert Kommentar! Wenn man geht mit der Kamera auf den Feind zu, im Ei. Schwingt eure Haxen! Zeichnet Queeks! Anleihen! Queeks! Bam, 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 bam. Schickt mir am besten eine Mail oder so und gebt mir ein Datum, wann ihr streamt oder was auch immer. Ich würde tatsächlich zugucken.
Dann könnt ihr mir zeigen, wo die Hammelhaxen hängen. Dann könnt ihr so richtig auf den Schinken hauen. Da könnt ihr so richtig die Sau rauslassen. Ich stelle mich doof an, aber ich mag das Spiel. Aber trotzdem, ich denke, das reicht für heute. Wir streamen schon wieder 3 Stunden. Das ist immer so eine ganz gute Zeit. Ewig langes Spiel. Also man kann in die Kampagne wirklich Stunden reinstecken. Und das haben halt rundenbasierte Strategiespiele gerne so an sich. Ein Level erstellen. Zwar kein gutes Level erstellen, aber ein Level erstellen ist wahrscheinlich kürzer als die Runde spielen. Aber vielen Dank an alle, die da waren. Vielen Dank an alle, was tatsächlich zahlreiche Leute waren, die so geholfen haben im Chat. Danke an Tamara, dass du mir das Spiel hier zugeschickt hast. Das ist immer noch sehr toll, dieses Spiel mal zu replayen nach vielen, vielen Jahren. Nach knapp 20 Jahren müssten es sein. Ich glaube, ich bin minimal besser geworden, aber wirklich nur minimal. Stimmt, es gab noch den Seed-Generator, mit dem Maps erstellt werden. Also es gab so einen Randomizer, wo man ein paar wo man ein paar Sachen einstellen konnte. Leider kann man kein Seed eintippen, so hätte man online eine coole Community haben können. Aber das ist cool. Die sehen alle Schrott aus, aber das ist so cool. Und natürlich liegt der größte Fokus vom Spiel im Multiplayer. Auch wenn ich es da immer doof fand, dass man keine Teams einstellen konnte. Das 2 gegen 2 oder so. Man konnte mit Spielern einfach ausmachen, okay, den töten wir nicht. Aber das wusste der CPU ja nicht. Trotzdem viele, viele Stunden reingesteckt auf einer der Schneemaps. Aber ich erinnere mich nicht, wie die heißt oder was das besondere Gimmick war. Es gibt eine Online-Community. Na, siehst du mal. Bronzschweine lives on. Schade, dass wir nie einen echten Nachfolger hatten. Schade, dass es nie irgendwie Indie-Leute gab, die sich dran gemacht haben, das zu kopieren. Aber da könnten die auch einfach Worms 3D kopieren. Deswegen geht schon. Mein Magen macht gerade Spirenzchen. Ich gehe jetzt einfach und verabschiede mich und bedanke mich nochmal. Und Grab Trash, kannst du die erste Stunde rausschneiden? Mir ist das echt unangenehm, wie scheiße das lief. Hab euch gern. Ihr seid alles duftende Kerzen. Ihr seid alle super. Und vielen Dank an alle, die abonniert haben. Das nicht vergessen. Ihr seid auch toll. Leute haben währenddessen Bits gespendet. Danke, Bastard Drag. Und verpeilt, verpixelt. Danke. Ich hab's nicht gesehen. Tut mir leid.